Ich hasse deinen Nachtdienst. Ich auch. Sag das nicht. Vielleicht rettest du noch heute Abend jemanden das Leben. Vermutlich mir selbst. Indem ich schlafe, statt mich zu Tode zu langweilen. Na, besonders anstrengend kann dein Job ja nicht gerade sein. Ach, Mensch, der war gut. Das war der beste von allen. Oh, danke. So, jetzt muss ich aber. Viel Spaß. Danke. Wir werden deiner gedenken. Oh, vielen Dank. Also dann, macht's gut. Nacht. Und was machen wir beide mit dem angefangenen Abend? Na was wohl? Cocktails saufen. Guten Morgen. Morgen. Oh. Es scheint ja nichts über ein paar Stunden Nachtdienst zu gehen. Stimmt. Manchmal ist Nachtdienst einfach das Größte. Diesmal also auch? Mhm. Ich sag dir auch warum. Es ist nämlich genau das passiert, was Markus gesagt hat. Ich habe einen Menschen das Leben gerettet. Nee. Doch. Er hatte einen Herzinfarkt und ist mir gleich als erstes unter die Finger gekommen. Live und ohne doppelten Boden. Oh, mein Held. Ist noch was von deinen Fruchtcocktails da? Wir müssen das feiern. Ja, aber nicht jetzt, jedenfalls nicht mit mir. Ach, sag bloß, du hast keine Zeit. Ich muss noch weg, nach Hamburg. Hab ich dir gestern Abend gesagt. Ach, stimmt. Das hab ich völlig vergessen. Leider muss ich jetzt auch gleich los. Tschüss. Ach, können diese Möchtegern-Stars nicht mal bei uns in der Gegend singen? Nicht traurig sein, wir feiern es nach, ja? Okay, okay. Dann werde ich das zunächst einmal nur mit einem Kaffee begießen. Aber krieg mir keinen Herzinfarkt. 50 Jahre, die Spezialität der Münsterländer Firma Brinkhaus. Während viele Textilunternehmen der Region aufgeben mussten. Markus Fröhlich? Na endlich. Ich versuche schon seit Stunden, dich zu erreichen. Gero, der Mann, der sein Geld im Schlaf verdient. Ganz im Gegenteil. Wieso? Ein Herzinfarkt. Der Mann war so gut wie tot. Und ob du es glaubst oder nicht, ich hab's doch tatsächlich geschafft, dass... Du hast ihn ins Leben zurückgerufen? Du sagst es. Ja Mensch, da wirst du das sicher mit Sophie heute Abend feiern. Geht nicht. Die ist bis morgen in Hamburg. Aber du hast doch bestimmt Zeit, oder? Nee, du leider nicht. Das ist nicht dein Ernst. Doch, ich hab morgen einen wichtigen Abgabetermin, den ich nur einhalten kann, wenn ich die ganze Nacht durcharbeite. Schade. Wir holen das nach. Schon nächste Woche. Versprochen? Versprochen. Okay. Also bis dann. Ciao. Spät geworden letzte Nacht. Kann man wohl sagen. Was gehabt? Nachtdienst gehabt. Und wo hat dieser Nachtdienst stattgefunden? Wenn man fragen darf. Wenn man darf. Im Krankenhaus. Arzt oder Pfleger? Tja, das fragt mich manchmal auch. Dann, tippe ich mal auf. Arzt? Der Kandidat hat 100 Punkte. Und was machst du? Zahntechniker. Gott sei Dank ohne Nachtschicht. Stört sich, wenn ich Musik mache? Nee, überhaupt nicht. Irgendwelche besonderen Wünsche? Och, ich lass mich gerne überraschen. Ist das okay? Ja, das ist genau mein Ding. Also dann, mach's gut. Ja, du auch. Niklas, ich würde dann gerne zahlen. Mhm, gern. Gibt's dir noch was zu trinken oder macht ihr schon dicht? José, was für ein Zufall, was treibt dich denn hier? Du, ich würde sagen, der Durst. Ja, mach 35 mal. Nee, Moment.
Jetzt trinke ich dann doch noch was. Zwei alt. Du trägst ja noch einen mit, oder? Ja, deswegen bin ich ja hier, ne? Hey, das ist ja super, dass ich dich sehe. Hm? Wollen wir auch bezahlen. Hey, hi. Sag mal, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal gesehen? Du, wann war das? Auf der Eisbahn. Ach ja, stimmt. Und? Was macht die Liebe? Ach, die. Die hat mich schmählich sitzen lassen und ist nach Hamburg abgedampft. Hm. Warum bist du nicht mitgefahren? Ja. Hätte ich eine Menge Spaß mit ihm haben können. Mit ihr? Mein Freund ist eine Freundin. Boah, du und Sophie, ne? Ich fass es nicht. Warum? Was ist daran so bemerkenswert? Ja, warst du nicht irgendwann mal schwul? Och, das bin ich immer noch. Ja, fehlt dir dann da nichts bei einer Frau? Den Mann, meinst du? Zum Beispiel. Ja, doch. Das tut es. Manchmal jedenfalls. Dann doch. Ja. Tja, also, wenn es so ist, dann vielleicht sollten wir noch woanders hingehen. Das kommt ganz drauf an, wohin. Es gibt einen neuen Laden, den du bestimmt noch nicht kennst. Okay.